Tja, und damit mal wieder herzlich willkommen in Daisy. Lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr dabei gewesen. Obwohl letzte Nacht war ich auch in Daisy unterwegs und habe auch versucht aufzunehmen, aber es hat nur den Ton aufgenommen, nicht das Bild. Ich muss mit Fenster aufnehmen, weil ich ja nicht im Vollbildmodus hier agiere. So habe ich aber so ziemlich fast das ganze Bild drauf, also einen klitzekleinen Rahmen, der noch fehlt, aber das ist nur gering. Ja, ich bin letzte Nacht über das Airfield marschiert, es war Nacht im Dunkeln und müsste jetzt irgendwo hier, es war also schwierig, in der Nähe von Grishino sein. Jetzt will ich da gucken, und mal, wo ist denn die Sonne da? Ich gehe mal davon aus, dass das da ungefähr Süden ist und ich nach Norden gehe, dann müsste ich in dieser Richtung, sieht man denn irgendwas, eine Straße finden. Und zwar ist das die Straße da um und bei Grishino. Warte mal, ich war von da gekommen. Da ist ein Weg, genau. Und dann will ich mal sehen. Ich möchte möglichst nach Norden, die nördlichen Städte mal gucken. Ich werde das Flugfeld, also dieses große Airfield, was sich da befindet, hinter diesem Hügel eigentlich, heute und morgen nicht aufsuchen. Wir haben Wochenende, da wird natürlich der Bär los sein. Und das ist eine wunderbare Art zu sterben. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe gestern auch da Schüsse gehört, aber ich konnte mich im Boostern da, ja, genau, ganz gut durchschleichen. So, wollen wir es mal mit der Axt bewaffnen. Und dann mal gucken, dass wir Richtung Grishino kommen. Mal sehen, was da so ist. Dann will ich eigentlich Richtung Norden erstmal der Straße folgen. Ach, ist das schön, es ist Tageslicht. Ich hatte jetzt die letzten beiden Sessions nur im Boostern gehabt. Wie steht es denn eigentlich mit meinem Wohlbefinden? Oh, mir ist warm. Das ist doof. Warum ist mir denn so warm? Energize. Oh, ich habe Durst. Ja, dann trinke ich die mal. Naja, Durst noch nicht, aber... ob ich nach Grishino zu einem der Brunnen gehe, weiß ich noch nicht. Ich brauche ja sonst nichts und ich habe ja diese Wasseraufbereitungstabletten noch. Regenjacke auch. Hot, hot, hot. Was mache ich denn bloß gegen dieses Hot? Zu futtern habe ich tatsächlich einiges. Sieht also gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe da meine Magnum. Sogar mit ein bisschen Munition. Da könnte ich noch ein bisschen mehr von gebrauchen. Vielleicht schleiche ich mich doch da rein nach Grishino, aber heute ist das so eine Sache. Weil es ist ja wohl nach wie vor immer noch so, dass es noch so jede Menge von diesen infantilen Spielern gibt, die nichts anderes zu tun haben, als sich auf die Lauer zu legen und andere Spieler abzuschlachten. Das finde ich immer ziemlich blöd. Ja, das sehe ich schon, da ist dieses komische Kirchending. Das ist Grishino. Dann habe ich wieder auch eine ordentliche Orientierung. So, wo ist denn die Sonne? Da. Dann steht die Sonne meines Erachtens so in Süd-Südost. Okay. Ich habe nämlich keinen Kompass, ich muss mich so orientieren. Oh, da ist eine kleine Hütte, da gehen wir doch mal reingucken. Ja, was ich eben noch ein bisschen brauchen kann, ist Munition für meine Magnum. Ne? Benzinkanister und Seil. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Entschuldigung. Dieses Windheulen, was sie jetzt in Daisy eingebaut haben, ist ja einigermaßen, ist ja eigentlich ganz gut, aber es ist immer so windig und ungemütlich, wenn das mal wäre. Aber ist ja irgendwie immer, ne? Immer. Eigentlich doch schönes Wetter und das windet und rauscht. Das fühlt sich richtig kalt an oder hört sich richtig kalt an. Ich fange das Frieren an. Was ist denn da? Ey, das ist neu. Das war doch früher da nicht. Ich guck mal auf die Karte. Das könnt ihr nicht sehen, ist auf dem anderen Rechner. Und versuch mal, da was zu sehen. In diese Richtung geguckt. Eigentlich nichts zu sehen. Das sollte ich mir doch mal angucken. Ist denn irgendwo Wasser in der Nähe? Was sagt denn die Karte? Ja.
etwas nördlich von Cristino. Genau, da war doch ein Tümpel. Da muss ich nicht da unbedingt rein. Da wird wahrscheinlich viele Zombies sein. Aber ich gehe mal erst ein bisschen näher und gucke mich mal erst ein bisschen um da. Die Rennerei ist natürlich auch nicht so toll, ne? Wenn mir eh schon hot ist. Ein bisschen langsamer. Ja, wo sind denn jetzt meine verfolgten Jungs hier? Jetzt sehe ich mal noch nichts. Oh, das kann ich dann auch nicht sehen. Da oben im Berg, da muss ich mir merken. Weil von weiter unten kann ich halt gar nicht mehr sehen. Da werde ich auf jeden Fall raufgehen. Dann gucke ich mir an, was da ist. Sieht aus wie so eine Bergruine oder irgendwas. Eine Burgruine meine ich natürlich. Burgruine auf dem Berg. Aber dieses Hot immer... Warum ist mir denn so warm? Wegen ein bisschen Rennen? So, bis jetzt sehe ich immer noch zombie-mäßig gar nichts. Eigentlich 556er, die brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Ja, wenn man noch keine Waffe hat, dann nimmt man hier erstmal alles an Munition so mit, was man finden kann, weil man weiß ja nicht, welche Waffen man findet. Ist doch richtig hier, Cushino, ne? Ja, so, es müsste da auch Wasser sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier irgendwo. Ja, genau, gut. Müsste ich eventuell mal... Habe ich jetzt schon einen Zombie gehört? Eventuell auch mich da mal reinlegen. Um abzukühlen, aber... Ach, das ist jetzt weg. Das hat... Okay, ein Hähnchen. Schuhe. Wobei hier der eine oder andere Zombie, der hier vielleicht rumläuft, hat geringere Übel. Ist schlimmer wettet, wenn da irgendwie fremde Spieler sind. Die liegen irgendwo auf der Lauer und mit Gewehr, mit Zielfernrohr, oder macht so Patsch und dann ist man tot. Das finde ich so blöd. Also ich kann mich erinnern, hier in Cristino hatte ich schon einige Mal ein ordentliches Zombie-Problem gehabt. Ein Burlapsack, freue ich. Aber jetzt ist hier eigentlich alles. Jetzt habe ich aber da was gehört. Yellow Quintet Jacket intermatched. Aber sonst ist hier nix. Also die FPS-Zahl geht mir bis auf 20 runter. Nur weil ich das mitschneide, ich bin doch sonst immer konstant auf 60. Das zittert so ein bisschen, das nervt. 18, meine Güte. Oder spawnen jetzt hier so viele Zombies rum? Kann doch nicht sein, hier ist keiner. Echt jetzt? 16 FPS, hallo? 24 wird dann, ja, Wieder so ein Säckchen. Eine Regenjacke, wie ist die denn drauf? Die ist in Worn. Die ist meine auch in Worn. Habe ich da Platz für? Ich habe da gleich Platz für. Ich nehme die einfach vorsichtshalber nochmal mit. Wo packe ich die denn hin? Regenjacke ist wirklich, wirklich wertvoll. Ist hier nichts zu sehen. Eine Axt. Habe ich ja schon eine Ersatzaxt. In welcher Qualität eigentlich? Meine ist in Pristine. Und mein Feuerwehraxt ist in Pristine. Ja, das habe ich auf dem Airfield alles besorgt.
Letzte Nacht. Oh, ist das schön, dass hier Tageslicht ist. Ich spiele nicht gerne im Dunkeln. Schon gar nicht gut, wenn man was aufzeichnen will. Ah, da ist doch was. Ja, das ist ein Zombie. Jetzt sieht man an den Bewegungen. Oh, ich höre einen. Was liegt denn hier rum? Head Torch. Wo ist er denn? Ein Batteriechen. Was liegt hier noch? Eine Zündkerze. Ja, das mit den Autos, also... Als die ersten fahrbaren Trucks kamen, die fuhren ja noch ganz okay. Das ging ja noch ganz gut, damit zu fahren. Aber dann mit den anderen... Da sucht man ewig lange, bis man die Einzelteile zusammen hat und dann fahren die gar nicht ordentlich, die Autos. Also, das kann man vergessen. Oh, da ist ja jemand. Ja. Wo ist er? Okay. Hat nichts dabei. Jetzt habe ich mich ein bisschen um mich selbst gedreht. Das ist aber, weil das so ein bisschen... zitterig reagiert hier mit den anderen FPS. Da hinten ist noch einer. Lass mal hier reingucken. Was gibt's denn hier? Nicht. 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 Wo sind wir denn eigentlich? Ja, da ist die Kirche. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Dann kommt doch ein Brunnen. Ich muss mich das mal orientieren hier. Wo ist die Kirche? Da, dann ist ja gleich da vorne ein Brunnen. Das ist nicht mehr weit. Da kann ich mein Fläschchen wieder voll machen. Da ist die Polizei. Jetzt muss ich doch mal eben hier in meiner Karte ein bisschen reinzoomen. Ach, der ist noch hinter der Polizei, der Brunnen. Okay. Gucken wir erstmal hier in das Häuschen rein. Aber bis jetzt ist ja nicht so doll mit Zombies. Früher war das immer so, dass ich hier ganz schön schleichen und aufpassen musste. Oh, da ist ein Zombie im Haus. Das ist jetzt auch neu, dass die in die Häuser schon mal reinlatschen. Hat er mich jetzt gesehen? Nö. Da ist auch noch einer. Und da auch. Ha. Ich will erstmal in die Polizei rein. So, jetzt sind die beiden Türen zu. Jetzt kann ich hier nur überrascht werden, wenn hier ein Zombie schon hier drin ist. Er passt hier in meinen Helm nicht, ne? Nee, ist ein anderer. Ist mich schon wieder hot. Ach, das nervt doch. Was liegt denn hier rum? Was ist das denn für Dinger? Ach, so sind diese Schlagstöcke. Naja, so was gibt's eben in der Polizei. Besonders in Russland, nicht? Ein Milchpulver. Ich hab keinen Platz mehr. Wo packe ich das denn jetzt hin? Ich mach die alte kaputte Batterie weg. So. All diese Schlagstöcke. So, wenn wir nach oben. Können denn auch Zombies hier oben rumlaufen? Ich glaube nicht, ne? Die gehen nur Treppen, wenn sie aggro sind, glaube ich. Sonst nicht. Heißt, wenn ich jetzt ein Zombie, wie ich jetzt zum Beispiel sehen würde, durchs Fenster unten wäre die Tür auf, würde der raufgerannt kommen. Das weiß ich wohl. Aber so von selber gehen die keine Treppen. Oh, da ist... Was ist das denn? MP5. Empty. 19 mm. Was liegt denn hier? Auch noch ein Magazin. Auch MP5. Noch eins. Ist es denn?
Alles dieses MP5-Zeug. Es fehlt mir noch eine MP5. Die sind ja gar nicht schlecht, die Dinger. Aber die rotzen ordentlich Munition raus. Die hatte ich mal gehabt. Naja. Ja, SKS-Munition kriege ich ja eigentlich auch nur auf dem Airfield, aber... War ich da schon drin? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, hier oben habe ich noch nirgendwo geguckt, ne? Hier liegt auch nichts. Und hier... Die haben irgendwie alle Schnupfen, die Zombies, ne? Ein Gegurgel. Ja. Da ist einer. Da hinten am Feld sehe ich einen. Ja, mit einer... Zwei. Mit einer Mosin und einem Zielfernrohr könnte man die von hier aus abknipsen. Da steht einer. Da steht... Oh, hier ist aber doch einiges an Zombies, ja. Wir hoffen... Das hört sich immer, als wenn er die Treppe raufkommen würde. Da steht er. Aha. Ist das der gleiche? Was ist denn da sonst noch? Also, ich könnte mir vorstellen, na, beim Brunnen. Polizeiauto, steht das da? Da ist auch noch ein Zombie. Ah, also schießen würde ich hier nicht. Mann. Von hier oben könnte ich das ja tun. Aber weil ich auf der Straße bin, sollte ich das nicht tun. Da habe ich mir sofort eine ganze Horde am Hals. Und das ist ziemlich übel. Ach, da läuft auch noch einer rum. Halleluja. So, wo ist denn die Seitentür? Ist die etwa hier? Ja, die Seitentür ist hier. Dann könnte ich da durch. Da müsste doch auch der Brunnen in der Nähe sein. Kann ich den schon sehen von hier? Nee. Müsste da vor dem roten Haus sein, ne? Der Brunnen. Da ist auch noch ein Zombie da neben dem Haus. Oh, da ist einiges. Obacht. Obacht. Hier liegt Munition, sehe ich mal gerade. 9x19. Das sind alles 9 mm. Eine Blendgranate habe ich ja auch hier. Hm. Ja, ja, Hot. Warum auch immer. Da kommt auch noch einer angelatscht. Doch, es ist ganz schön viel Zombie hier. Jetzt stelle ich mir die Frage, ich brauche eigentlich so nichts. Und was ich brauchen könnte, finde ich hier nicht. Soll ich mich hier mit den Zombies rumschlagen, nur um dann an den Brunnen zu kommen? Nö. Echt nicht. Nö. Ja, der ist jetzt aber hier direkt vor meiner Tür, ne? Da ist noch einer und da kommt noch einer. Wie komme ich denn jetzt bloß hier wieder raus? Oje, oje, oje. Oh, jetzt hab ich einer gesehen. Hä? Oder ist hier ein Spieler? Bitteschön, konnte der mich denn im Treppenhaus sehen? Ich brech zusammen. Der hilft nicht. Ich kann ja jetzt nicht sehen, leider, aber der steht da vor der Tür und will rein. Nun gut. Wie hat der mich denn hier jetzt sehen können? Hier war ich doch ungefähr, als der Aggro wurde. Das ist interessant. So.
Kann ich das irgendwo sehen? Ja, da steht er doch. Na komm her, hau ich dir von hier aus einen auf die Birne. Ich hab das schon mal gemacht, durch ein Fenster einen erschlagen, ne? Ach, der ist das. Und wenn ich jetzt zur anderen Seite gehe, kommst du her? Ja. Tatsächlich. Da liegt er. Wie geil ist das denn? Ja. Alles noch in Ordnung? Was sagt die denn? Ja. Oh, da sind noch zwei. Meine Güte, doch, sind einige an Zombies. Ich hab das doch geahnt. Hier war doch früher immer so viel Zombie-Gedöns hier. Oh, da, jetzt. Ja. Komm her. Ich hau dich nieder. Schön, dass du so lange stillgehalten hast. Also, da ist wieder einer. Meine Güte. Da, der nächste. Da hinten noch. Meine Güte. Die locken dich erst hier rein. So, gucken. Der hat mich nicht gesehen. Der auch nicht. Oh, ist doch gut. Nee, also hier mit 1000 Zombies rumprügeln. Für das Wasser, da hole ich mir da vorne aus dem Tümpel. Ah, ja. Einzige, was sonst noch interessant war, war vielleicht die Polizei. Da war ich ja drin. Viel 9mm Munition, mit der ich aber nichts anfangen kann. Ich wollte ja da auf den Berg und gucken, was das ist. Aber erstmal gehe ich hier in das Wasser und fülle mein Fläschchen auf. Aber im Gegensatz zu früher kann man jetzt auch mal so einem Zombie hier im Wald begegnen. Muss ein bisschen aufpassen. Hier ist mein Fläschchen. Flasche voll. Einmal drauf. Purify. Drink all. Leer getrunken, dann mach wieder voll. So. Unten nochmal wieder aufbereiten. Genau. Wunderbar. So, habe ich jetzt etwa nasse Füße? Nö, ne? Nee. Hydrated ist gut. Auch Energized kann ich auch noch ein bisschen hell machen. Ich habe ja so viel von diesem komischen Milchzeug, ne? Esse ich mir da mal ein. Damit ich auch wieder ein Healing kriege. Okay. Habe ich noch mal Milch? Einen haben wir noch. Was habe ich denn noch hier? Da ist auch noch so ein alter Powdered Milk. Den hauen wir uns auch noch rein. Macht, glaube ich, Durst. Warming up, indem ich hier stehe und esse. Na klar. Und hot. Energized. Jetzt müssen wir wieder trinken. Weil ich habe auch noch Cornflakes. Dann ziehe ich mir die Pulle nochmal rein hier. So ist gut. Dann wollen wir die nochmal voll machen hier.
Ist hier noch nicht leer? Achso. Die Hand tot. Okay. Gehe ich erstmal auf die Straße rauf. Jut, jut. Ja, dann mal Richtung Berg. Aber ich muss doch mal da bei dem Haus gucken. Man weiß ja nie, was man so findet, ne? Räder. Das ist wie ein Busrad oder so. Oh, ist das ein Messer? Habe ich eigentlich eins? Damage. Ich habe mein... Ich hatte mal... Ja doch, hier habe ich eins im Pristine. Schon wieder hot, ey. Und schon wieder... Das hydratet nicht mehr richtig. Helfen ist da irgendwie doof, ne? So, wo war das jetzt? Die Richtung etwa. Soll ich mal einfach mal so die Richtung einschlagen? Da weg mit dem Ding. Ich glaube, da so die Richtung. Bis jetzt sehen kann ich sonst nichts. Und das sah mir doch interessant aus. So, kurz orientieren. Da ist Crescino. Da ist die Sonne. Da würde ich das mal so als die Richtung sehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie sowas gewesen wäre. Mal eben meine Map ein bisschen skalieren. Devil's Castle und zwei LKW-Symbole. Das könnte ungefähr hinkommen. Ja, doch. Doch, doch. Devil's Castle. War das nicht woanders? Ich weiß halt nicht genau. Aber wir werden sehen. Ja, aber der Wald so und die ganze Vegetation, die ist noch ein bisschen besser geworden. Irgendwie ein bisschen farbenprächtiger, so, ne? Meine ich. Das war ein bisschen eintöniger. Das sieht jetzt noch ein bisschen mehr realistisch aus. Ich meine, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Mal so zwischendurch jetzt die letzten Tage, mal wieder die letzten zwei, drei Wochen. Aber davor mal eine ganze Weile, bestimmt ein Jahr oder so, nicht mehr. Und im Vergleich dazu, muss ich sagen, hat sich viel getan. So, jetzt sind wir doch hier so ziemlich oben auf dem Berg. Ich sehe aber jetzt keine Ruine. Jetzt wird es natürlich schwierig, ne? Hm. Jetzt sind wir natürlich da richtig schön hot. Wetten? Aber hielt sie habe ich. Na, das ist doch schon mal gut. Da ist doch was. Ja, sicher.
muss husten. Augenblick. Na je. So, was haben wir denn da? Wisst ihr jetzt nicht, ob ich das kenne? Ich wüsste nicht. Hier? Gab ja schon so Ruinen, aber hier war keine. Ist die neu? Würde ich mal so schätzen, ne? Ich sehe auch keine Zombies, ich sehe auch keine Spieler jetzt am ersten Blick. Naja. Sind Ruinen hier. Diese Felsen. Ein Schild, eine Sitzbank. Ist ja interessant. Ah, da steht aber nichts. Ne, hier. Eine Tür. Wenn da welche sind, haben die mich bestimmt schon längst bemerkt. Oh je. Ey, wie ist der denn gesprungen? Ich brech zusammen. Macht hier voll den Wilden und ist dann beim ersten Schlag K.O. Und ein Heatpack. Ja, Heatpack ist genau das, was ich brauche. Ich nehme es trotzdem mal mit. Wegschmeißen kann man immer noch. Halleluja, ein bisschen erschrocken hat er mich ja doch wieder angesprungen, kam da. Die schlurfen immer so rum, auf einmal werden die agil. Da sind Treppen, da hinten sind Treppen. Nee, auf jeden Fall haben die das erweitert. Ich kann mich ja nicht erinnern, dass hier sowas gewesen wäre. Finde ich gut. Eine Mistgabel. Naja, wenn da welche drin hocken. Denn ist es eh um mich geschehen, sag ich mal. Hoi. Kann man denn da lang? Ich glaube, da kann man lang, aber da kann man auch leicht ordentlich böse runterfallen. Wow. Ja, genau, die hätten mich natürlich schon längst gesehen. Boah. Gefährlich, gefährlich. Aber wenn man die Mauer entlang geht, wer weiß, vielleicht liegt da hinten noch was Tolles. Aber das hebe ich mir auf. Ich gucke mich jetzt erstmal ein bisschen um hier.
Manchmal kann man dieses Heulen von dem Wind nicht von irgendwelchen Geschrei der Zombies unterscheiden. Ach ja, was ist denn jetzt? Die Schattenlichtspiele, die hatten sie, den Fehler hatten sie am Anfang ganz schlimm. Das ist dann richtig auf den Geist gegangen. Aber jetzt nur noch gelegentlich mal. Aber ab und zu blitzt es dann doch nochmal. Hier in dieses... Oh. Eine Cola-Dose und ein Messer. Messer brauche ich nicht. Da kann man rein. Gut, dann gehen wir erstmal in das hier rein. Ein Leather Sewing Kit in Vaughn. Was habe ich denn? Ich habe eins in Pristine. Dann lasse ich das mal noch hier liegen. Ja, ja, ich weiß. Ist schon wieder heiß. Bei dem Wind kann ich mir das gar nicht vorstellen. Bloß nicht runterfallen. Das ist, ach du liebe Zeit, ob es da oben was gibt. Lohnt sich das überhaupt hier rauf zu kraxeln? Aha. Nun ja. Bloß aufpassen hier. Geht ja noch weiter rauf. Aber die Aussicht, die ist ja schon. Not from bad parents. Ah ja, und ein Schild. Wow. Das finde ich ja schon mal cool. Ja, und dann habe ich mir gedacht, also wenn welche hier wären... Oh, guck mal da. Wenn welche hier wären, bei der Burg, irgendwelche Spieler, dann würden die hier auf einem der Türme stehen und die hätten mich schon längst bemerkt. Oder? So, wo ist denn die Sonne? Da, dann bin ich von da gekommen. Oh. Das ist eine Crash-Site. Eine Crash-Site ist immer, wenn da mal so ein Hubschrauber-Wack da liegt. Und wenn der noch qualmt, da kann man manchmal ganz ordentlich was finden. Da muss ich sofort hin. Das ist von dem Turm hier Sonne im Rücken. Okay. Jetzt erstmal vorsichtig Treppen laufen hier. Nein, die Treppen. Weil wenn ich hier runterfalle, ist das Ding für mich erledigt. Oh, und dann noch diese Perspektive. Ja, herzlichen Dank. Boah. Das ist so eklig. So, kann ich in die Richtung weg? Komme ich hier runter oder? Oh, da ist jemand. Ach, das ist ein Zombie. Gut. Nicht so weit da in der... Warte mal da, damit ich da nicht so weit hinterher muss. Ja, da bleibt mal stehen. Nicht umdrehen. Wo ist er? Nichts drin. Okay. Dämmert das schon oder kommt mir das nur so vor?
Da kann ich mich daran erinnern. Das war schon da. Diese Crash-Sites, die sind ja immer mal woanders. Das heißt, wenn jetzt so ein Surfer-Reset käme, das passiert ja immer mal, dann ist der wieder woanders. Dann hätte ich da Pech gehabt. Dann hätte ich den verpasst. Ah ja, jetzt sind wir ins Sonnenlicht getreten. Aber es sieht doch sehr nach Abendlicht aus, ne? Joa. Aber da muss ich hin. Das ist doch klar. Ich glaube, wir rennen jetzt ungefähr Richtung Osten. Wenn die Sonne schon untergeht, ja, dann würde ich von da aus sagen, Richtung dieser Hütte da links und dann wieder Richtung Norden. Ich möchte nach Norden, Richtung Kartengrenze da oben. So. Jetzt ist das ein Lagerfeuer von irgendwelchen Typen, die mich abknallen. Nein, es ist eine Crash-Zeit. Ich hab einen Zombie gehört. Das war der Wind, hä? So, mal gucken. Mit ein bisschen Glück liegt hier interessantes Zeug. Naja. T-Shirt. Man hat ja schon Halluzinationen mit der Zeit, ne? Green Cargo Pants mit 6 Taschen. Pristine? Auch Pristine. TTSKO. Nee. Nur so ein Stoffzeug hier. Ich möchte Gewehre und Munition und so weiter, aber nö. Och, das ist ja blöd. Jetzt habe ich mal so eine Crash-Site hier und dann ist hier nichts Dolles. Echt nicht. Da ist auch nichts drin. Blöd. Tja, ist halt keine Garantie für. Aber bei so einer Crash-Site, da habe ich schon mal richtig geiles Waffenzeug gefunden, was man sonst eigentlich nirgendwo findet. So Maschinengewehre und so, also richtig heftig. Aber diesmal hier, ne. Schade. So, ich wollte in Richtung dieser Hütte und werde dann auch in diese Richtung weiterziehen, nach Norden. Ob ich das jetzt mache oder morgen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Eine Headshot. Und Dünger. Und Müll. Ein Hochstand. Ja, die Schatten sind lang, ne? Die Sonne steht tief. Mal eben gucken. Gerade war ich in der Sonne hier. Ah ja. Wo ist sie denn? Oh ja, die geht unter. Die hat höher gestanden. Steht die jetzt im Westen, dann möchte ich in die Richtung. Na, ein bisschen laufe ich noch. Solange ich die Sonne als Orientierung habe. Ich will nach Norden. Hier ist nix. Ich glaube, das ist ziemlich doof zu gucken, wie so diese hektischen Bewegungen. Ich mache mal eben meine Karte ein bisschen größer. Ach, das ist ja das Symbol von der Crash-Zeit. Dann weiß ich auch genau, wo ich bin. Ich war jetzt gelaufen nach Norden. Da ist der Hochstand. Ich weiß genau, wo ich bin. Wenn ich jetzt weiter nach Norden laufe, dann komme ich nach Severograd. Das will ich aber eigentlich nicht. Sondern lieber hier dieses andere Radnö. Weil Severograd sind mit Sicherheit Massenaktionen. Also gehen wir nach Norden, eher so ein bisschen Tendenz nach. Oh, das ist gut. Da will ich hin, wo die Waffensymbole sind. Ein bisschen Tendenz nach Westen. Nord-Nordwest, so laufe ich jetzt. Ja. Das mache ich. Sonne, wo bist du? Kann man jetzt nur noch ahnen, ne? Schatten. Irgendwie doof.
Hallo. Nicht rumfrieren hier. Schon wieder. Hallo? Das sind wahrscheinlich die ganzen Zombies, die jetzt in Severo gerade spawnen. Deswegen bleibt er immer hacken hier. Keine Ahnung. Da ist ja was. Was ist denn das? Oh. Wow. Da sind noch mehr. Das ist bestimmt das Zelt, was ganz vorne offen ist, was die Nicole meinte. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, die hier meinte ich. Aber ist alles leer. Dann stehen die bestimmt hier einfach so rum. Und die hat niemand hier hingestellt. Oh doch, das gehört jemandem. Fleisch. Hier könnte ich jemanden tüchtig beklauen. Fernglas. Fernglas ist geil, ne? Aber wenn der mich erwischt, knallt er mich ab. Oh, die Weste, die will ich haben. Hallo. Ach, das geht nicht wegen dem Ding. Dann muss ich jetzt gucken. Oh, ich packe jetzt erstmal das Futter raus. Pack meine Knarre hier rein. Pack den Halfter raus. Pack die Weste hin. Und pack die Knarre. Ach, die lasse ich da, ne? Ja, und hol mir jetzt das Futter in die Weste. Was haben wir denn noch? Kann ich den noch ein bisschen beklauen hier? Waterhole. Eine Flasche, 0,25. Naja. Animal Large. Oh je, wenn die mich erwischen, die können nämlich spielen. Wolfsteaks. Wow. Oh je, muss nicht erwischen lassen. Und wir haben Freitagabend. Die Chance, erwischt zu werden, ist hoch. Drei Zelte. Hör doch was. Feuerwehr-Axt. Oh, den Helm, den nehme ich auch. Den klaue ich euch. Die Wasserflasche auch. Ist die voll? Jo. Dosenöffner. Ja, her damit. Gebe ich euch irgendwas? Nö. Hiervon nicht. Der ist pristine und meiner ist worn. Hm. Ich habe jetzt natürlich Schiss, ne? Der wird ja leer sein. Ich müsste den umpacken. Dann müsste ich hier meinen ablegen. Ich versuche das jetzt mal. Jetzt sitzt, wenn die mich jetzt erwischen. Ich lege jetzt hier meinen Rucksack hin. Jetzt gehe ich da rein. Nimm mir den Rucksack. Geh raus und muss jetzt alles von dem Rucksack in meinen packen. Und dann soll ich zusehen, dass ich Land gewinne. Wenn die nämlich wiederkommen, sind die ein wenig not amused von meinem Besuch. Oh, geht das an die Nerven, ey. Naja, ich denke mal, die sind gerade offline oder so. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt noch möglichst weit von hier entfernen.
Streichhölzer, jetzt den Mampf. Die Knarre schon mal. Pfirsiche. Bohnen. Nochmal Pfirsiche. Hallo? Wieso ging das nicht? Ja. Habe ich jetzt was gehört? Hört er an, die Schritte? Können auch irgendwelche Huftiere sein? Also wenn die mich erwischen, dann macht er nur Peng. Und dann ist das Licht aus. So. Jetzt ist mein Rucksack in Pristine. Das finde ich sehr gut. Na, da komme ich nicht durch. Jetzt sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Vielleicht sind die auch in Severo gerade, die Leutchen. Ich habe euch ja nur ein bisschen was beklaut, aber doch nicht so viel. Mein Rucksack getauscht habe ich. Ah, da ist Severo gerade. Oh, da muss ich in die Richtung. Boah, ist das steil hier. Jo, das ist Severo gerade. Ja, da ist auch die Feuerwehr, ja. Ich erkenne das wieder. Also Severo gerade scheint die nicht sehr viel verändert zu haben. Schade, weil ich noch ganz gerne gefunden hätte. Vielleicht habe ich in dem großen Zelt mal hätte nachgucken sollen, ne? Munition für meine Magnum oder so wäre gut gewesen. Ich vermute ja mal, dass die ja jetzt nicht unbedingt spielen, aber also dass sie offline sind gerade. Aber weiß man ja nie. So kann ich besser laufen. Hey, ich habe noch eine Flasche, das ist super gut. So, hier sind die Schienen, ne? Da ist die Vero gerade, okay. Erstmal ein ganzes Stück bitte weg. Oh, scheiße, Wölfe. Habe ich auch noch keine Erfahrung mit. Gab's früher noch nicht. Da sind die Schienen. So, mal gucken, wo ich ungefähr wohl bin. Das ist Severo gerade. Da oben, das kann ich nicht so erkennen. Mal die Map noch mal ein bisschen größern. Da ist die Straße, ist die Schiene. Was ist denn das für ein Bogen? Ach, das wird der Bogen sein. Dann müsste ich da ist der Hochstand. Den habe ich ja gerade gesehen. Wölfe. Dann werde ich mich jetzt mal Richtung Straße begeben. Sind die Wölfe schnell? Greifen die mich an? Hier ist halt Wasser, genau. Und da sollten wir noch was geben, wo es Munition gibt. Boah, das kommt näher, ne? Ach, da! Oh, da haben sie einen Truck geschrottet. Der war doch fahrbereit. Auweia. Es sind Leute in der Nähe. Bloß weg. K.
Gesehen habe ich jetzt noch niemanden. Ich werde mich jetzt erstmal verdünnisieren. Der wird immer lauter. Wenn die hinter den Wölfen her sind und die Wölfe hinter mir her sind, dann locke ich natürlich mit den Wölfen auch die Leute an. Nicht gut. Okay, weiter. Da ist auch das Wolfssymbol. Das heißt also, ich gehe in Richtung der Wölfe. Mua. So, haben wir bald eine Stunde voll. Dann wollte ich nämlich auch Schluss machen. Eine Stunde reicht. Guckt sich sowieso keiner an so lang. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Wo ist die Sonne? Da ist Westen. Da ist Norden. Oh, da ist ein Hochstand. Kann ich sehen, welches... Ach, das ist der dann. Vermute ich. Okay. Eine Hose. Sonne wo? Sonne wo? Da. Hätte vielleicht doch das Fernglas mitnehmen sollen. Nochmal auf die Karte gucken. Ah ja, da sehe ich diese Ruinen. Okay. Ich habe ja gerade die Schüsse gehört. Und ich bin nicht scharf drauf, den Verursachern dieser Schüsse noch zu begegnen. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass das die Besitzer von den Zelten sind. Und die werden natürlich merken, dass da einer die ein bisschen beklaut hat. Hatchet. Tomato Seeds. Habe ich noch irgendwo Platz? Damage. Zucchini und Tomaten. Oh. So, wo ist die Sonne? Da etwa, ne?
Wölfe. Oh, jetzt haben wir die Stunde voll. Ah, da ist noch ein Hochstand. Oh, hier ist einiges mit Wölfen. Ich habe noch keine Erfahrung mit den Wölfen gemacht. Also, ob die einen jetzt anfallen und wie schnell die sind und ob man dann mit einer Axt ganz gut bedient ist oder ob man die lieber erschießt. Aber ich werde jetzt einen Teufel tun, hier irgendwas zu schießen. Vielleicht sind da schon welche ausgeschwärmt. Wer hat uns da beklaut? Urlaubssack. Die Richtung. Ach, das ist dieser riesige Berg jetzt, ne? Hab ich da gerade gesehen. Oh je. Na, da komme ich ja kaum hoch, oder? Wäre auch nicht so gut, da bin ich ja, wer weiß, wie weit schon zu sehen. Besser so ein bisschen drumrum. Bin ich hot? Ja, falsche Taste gedrückt. Wollte ich nicht. Weg. Na klar, bin ich hot. Und was noch? Heal sie energized. Okay, das ist gut. Boah, ist das steil hier. Komm ich da hoch? Ja. Dürfte ja auch eine prima Aussicht sein hier oben vom Berg. Und wenn die ein Fernglas haben, können die mich von den Zelten aus sogar hier auf dem Berg sehen. Gottchen. Sonne da. Okay, ich will nach Norden. Bis an die Kante und dann bin ich nach links. Und dann gucken wir uns da so ein Örtchen aus mal, wo ich mich eine Weile aufhalten kann. Oh, da unten ist eine Straße. Welche kann denn das sein? Ach, das ist die. Oh, bei. Sitzbänke. Auch nicht schlecht. Und hier ist ein Weg. Der fängt hier an. Ja, gucke ich mal auf die Karte, ob ich denn da irgendwas sehen kann, was dazu passt. Kann ich nicht so wirklich erkennen. Da müsste noch eine große Straße kommen, auf jeden Fall. Das könnte das sein. Ist hier auch Wasser? Nee, das ist das nicht. Das ist das nicht. Schwierig. Ein Turm? Ein Funkturm? Naja, am besten kann ich mich jetzt orientieren. Wo ist denn jetzt die Sonne? Da, ne? Oder? Eine dicke Straße kommt.
Ja, soweit hier hätte ich mir vorgestellt, könnte vielleicht mein Zuhause werden. Aber das haben sich vielleicht auch andere gedacht. Kamensk? Ist hier eine Kirche? Nee. Aber das war doch früher gar nicht da. Ich guck nochmal hier auf die Map. Dann ist da ein Brunnen, wenn das Kamensk ist. Könnte hinkommen. Wir sind... Ah, da ist ein Zombie, okay. Wir sind schon verdammt weit oben in der Map. Also schon fast an Kartengrenze hier. Da hinten ist... Oh, da sind aber ein paar Zombies hier. Aber wenn hier so viele Zombies rumlaufen, dann würde ich sagen, ist das extrem unwahrscheinlich. Dass hier Spieler sind, weil die hätten die ja zwangsweise umlegen müssen. Oh, ich höre aber jemanden. Sind hier nur zwei Türen? Schön orientieren. Joa. Ich mag das nicht so gern. Ich gucke in Ruhe um den Haus an und plötzlich kommt da so ein Zombie rein, geaggrot. Das kann ich gar nicht ab. Da hat man immer so wenig Bewegungsfreiheit. Ich möchte die Kämpfe mit den Zombies immer selber entscheiden und starten. So, hier war ich schon drin. So, jetzt raus hier. Ich höre den so nah. Wo ist der denn? Spieldose. Da hinten ist auch noch einer. Ist nur ein Klo, ne? Ja. Gut, das merke ich mir mal hier. Wasser. Ja, ich habe schon so eine Ahnung, wo das hier ist. In die Richtung. Oh, das ist dann einiges mehr. Okay. Uah. Da wäre ich jetzt beinahe runtergefallen. Das ist ja hoch. Da wäre ich zu Tode gestürzt. Das sah gar nicht so aus. Krass. Da komme ich jetzt gar nicht so rüber, wa? Will ich durch das Wasser latschen. Da ist die Straße, die ich meinte. Ist die Tür etwa zu? Nee. Das hätte mir zu denken gegeben. Der ist besser. Kann man halt nicht sweppen. Ja. Jetzt ist ja einer getauscht. Reifenflickset. Schlagring. 0815 Standardlicht hier. Noch so ein Mützchen. Okay. So. Sonne ist da. Da müssen wir in die Richtung. Was ist denn das für ein Bogen? Ach, das ist der Bogen. Jetzt habe ich es verstanden. Ich kann jetzt auch der Straße folgen. Und dann gleich nicht abbiegen, sondern rechts halten. Okay. Mach ich. B.
Bin ich hot? Natürlich. Oh, das war mal ein fahrbereites Auto, ne? Aber das ist ja schade, die Autos sind irgendwie nicht... Ja. So, da müsste gleich eine Linksabbiegung kommen. Dann macht das noch ein paar Haken und dann sind wir an der Kartengrenze. Da wollte ich erstmal hin, da kann ich mich auch besser orientieren wieder. Jetzt sehe ich, hier ist ja noch eine Militärbasis. Die ist auch neu. Also jetzt nach Westen ist eine Militärbasis. Da würde ich aber sehr nah hinkommen, wenn ich jetzt die Straße folge. Das ist keine gute Idee. Machen wir doch was anders. Hier könnte also jeden Moment ein Auto kommen von denen. Hier ist die Abzweigung. Das heißt also, ich gucke, dass ich hier bei der Abzweigung jetzt Richtung Norden komme. Folge der Straße nicht weiter, komme ich zu nah an die Militärbasis. Dann mache ich ein andermal, dass ich da gucken gehe. Aber hier in Norden hat sich noch vieles getan. Früher war hier nämlich also nur noch Wildnis, da war eigentlich gar nichts mehr. Und jetzt haben sie da noch einen Ort und da noch ein Örtchen, eine Kirche und eine Militärbasis. Also doch, hat sich einiges getan. Finde ich interessant. Kann man nicht mehr genau sagen, wo jetzt die Sonne steht. So ungefähr, da müsste die Richtung ungefähr reichen. Also hinkommen so. Oh Gott, da bin ich schon lange unterwegs. Aber ich will jetzt nicht zu der Militärbasis. Jetzt nicht. Das mache ich. Ja, ich gebe es zu. Wir haben jetzt in Realzeit Freitagabend bzw. Samstagmorgen kurz vor 2 Uhr morgens. Da spielen die. Und ich möchte möglichst nicht anderen Spielern begegnen. So, was ist denn das jetzt hier? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Hier dürfte keine Straße sein. Eigentlich. Oder ist das die? Dann müsste die da vorne bald zu Ende sein, die Straße. Ich gehe die mal ein Stück lang. Müsste die einfach aufhören gleich. Dann ist es die, die ich meine. Dann hätte ich einfach nur eine Abkürzung genommen. Ja, das könnte sein. Da ist Schluss, ne? Ja. Ja, dann ist das gern. Jetzt bin ich... Ja, dann bin ich an der Kartengrenze jetzt. Da ist Westen. Jetzt gehen Norden. Das sind jetzt nur noch ein paar Schritte. Dann ist die Map zu Ende. Von wegen Open World. Irgendwo ist Schluss, obwohl. Da ist sie. Jawohl. Was bin ich lange nicht mehr in der Kartengrenze gewesen. Ist ja irgendwo geil, ne? Dass da trotzdem so Hügel sind und so. Ich kann jetzt hier... Da ist ja, weiter Richtung Norden rennen, bis der Arzt kommt. Und jetzt pfeift der Wind richtig hier. Frag mich ja ehrlich, was passiert, wenn ich mich hier ausloggen würde? Würde ich mich hier wieder einloggen oder wäre ich tot? Oder würde ich da an der Kartengrenze irgendwo einloggen? Da, jetzt kann ich richtig das ganze Spiel, die ganze Karte verlassen. So, und jetzt weiß ich auch genau, wo ich bin. Und kann dann ganz gut von hier aus das nächste Mal starten. Das sieht trotzdem interessant aus, obwohl eigentlich gar nichts ist. Das geht jetzt immer so weit. Ich hatte mir immer vorgenommen, eines Tages renne ich mal und renne ich mal und renne ich mal und höre, guck wirklich, ob das wirklich nicht mehr aufhört. Dazu möchte ich aber einen Kompass dabei haben, damit ich notfalls die DSI-Map wiederfinde in dieser Riesenwüste.
kann man richtig schön sehen. Die Linie. So, und jetzt wollte ich mich hier ausloggen. Ist auch lang genug. 75 Minuten waren es. Mal gucken, ob sich's wer anguckt. Ich glaub's nicht. So. Ich sag mal Tschüssikowski, ich logge mich hier aus und... Ach, das wollte ich noch sagen. Ich gehe natürlich auch in einer Nacht, also in einer Realzeit, nach morgens um 2, 2:30 gehe ich mal zu der Militärbasis in der Woche. In der Hoffnung, dass dann vielleicht die Leute da nicht sind. Weil ist immer übel sonst. Und bis dann. Bye, bye. Tschüssi.